auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute dreht es sich um ein Zuschauerpaket, das ich erhalten habe. Und wenn dich interessiert, was ich da Wunderschönes bekommen habe, bleib super gerne dran. Kurz vorab, wundere dich nicht, dass ich verschiedene Lidschatten drauf habe. Ich teste gerade oder habe gerade ein First Impression Video gedreht und lasse das Ganze natürlich jetzt auf dem Gesicht, um natürlich auch mir eine Meinung noch Stunden später zu bilden und habe halt zwei verschiedene Töne aus dieser Palette ausprobiert. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin so happy, mein Herz geht so auf. Ich habe ein Paket von einer ganz lieben Zuschauerin bekommen und mir ist wirklich das Herz aufgegangen. Ich muss es dir unbedingt zeigen. Ich habe mich gefreut, wie als wäre es Weihnachten. Wir hatten geschrieben, einfach aus dem Grund, ich sammle ja Miniaturen und sie hätte noch Miniaturen, die sie mir gerne schicken möchte. Und sie packt noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Kleinigkeiten war untertrieben. Es ist wirklich ein wunderschönes, mega volles Paket. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, was sie mir geschickt hat. Ich habe natürlich schon reingespickelt. Und alles so super verpackt, dass auch nichts auslaufen kann. Also sehr gut. Das erste Produkt, was in diesem wunderschönen Paket drin war, war eine Bodylotion von Dove. Ich kann nie genug Bodylotion haben, denn ich creme mich wirklich mindestens einmal am Tag ein. Und deshalb hebt Bodylotion bei mir auch einfach nicht so lange. Und das ist jetzt eine richtig schöne von Dove strahlende Pflege mit Lotusblüte und Reismilch. Ich habe es mal wieder geschafft. Da war ein bisschen Druck drauf. Oh, die riecht richtig gut. Und eine richtig große Größe freut sich mein Körper natürlich, dass er wieder Bodylotion hat. Und ich freue mich auch so sehr. Ich werde wahrscheinlich dieses ganze Video überstrahlen. Ich bin so happy und finde es so schön, dass ich das zugeschickt bekommen habe. Das nächste, was drin war in diesem Paket, ist eine Pink Box. Aber natürlich keine normale, sondern wirklich eine mit so Liebe gepackte Box. Auch mein Herz geht da so auf. Ich zeige dir natürlich auch noch, was da drinnen ist. Ein Isana Body Spray. Da ich die Body Sprays von Isana noch gar nicht kenne, ist es sehr, sehr interessant für mich. Mit Aloe Vera. Es spendet 24 Stunden intensive Feuchtigkeit. Teste ich sehr, sehr gerne mal aus. Bin eigentlich ein bisschen faul manchmal für Body Spray. Aber oh ja. Oh, das hat einen richtig frischen Duft, aber Body Spray kann ich, wie gesagt, trotzdem gut gebrauchen, da ich gerade nämlich wirklich mich mehr fokussiere auch auf Body Spray. Ich habe jetzt gerade ein Victoria's Secret Body Spray da, das hat natürlich eine andere Intention, das hat ja mehr Geruch wie Pflege, aber so ein pflegendes teste ich auch sehr gerne mal aus. Mega. Und es wird einfach immer, es wird immer schöner und immer toller. Ich finde es einfach nur mega. Ich freue mich so sehr. Ich habe hier eine Haarmaske von Stripes Away und die kenne ich gar nicht. Für alle Haartypen. Das ist eine Haarmaske, die hat so, das ist so ein Sachet im Prinzip, so ein großes für den Kopf, wo du dir dann aufsetzen kannst. Und da ich diese Marke noch gar nicht kenne, bin ich umso glücklicher, sage ich mal, weil ich die jetzt mal austesten kann. Auch ein sehr mega schönes Produkt. Dann, verrückt, habe ich von Taft X Gliss ein Sleeky Smooth, eine Glättungscreme für geschmeidiges und glattes Haar. Sehr gut werde ich austesten, glattes Haar ohne Glätteisen. Da ich zu Locken neige, werde ich die wirklich sehr, sehr gerne austesten und mal schauen, ob die mir wirklich vielleicht das Glätten im Alltag erspart. Vielleicht habe ich dann kein 100% perfektes glattes Haar, aber es würde mir auch reichen, wenn sie einigermaßen glatt sind, einfach damit ich dem besser entwirren kann und alles. Wenn du Locken hast, glätte ich halt einfach ziemlich gerne, ist entwirrungstechnisch alles einfach viel leichter. Und optisch gefällt es mir halt auch besser. Mein Umfeld sagt aber immer, Locken stehen dir total gut und glatte Haare nicht so. Also jeder, wie er mag, ist immer so, das, was man hat, will man nicht. Und die probiere ich auch sehr gerne aus. Jetzt geht es um meine Miniaturen. Oh, ich sammle ja Miniaturen. Ich habe ein ganzes Regal voller Miniaturen. Ich gucke mal, dass ich dir ein Foto einblende. Und diese fehlt mir noch. Von Chloe habe ich das. Ah, Nomade, genau.
Oh, das riecht bestimmt auch sehr, sehr gut. Ich mache die gar nicht auf tatsächlich. Die stehen bei mir einfach im Schlafzimmer und schmücken mein Sideboard. Und ich freue mich. Eins, das ich noch nicht habe. Mega. Dann habe ich sogar noch eine Probe bekommen von einer Foundation, die sehr gut passen könnte. Von Janelle habe ich die Les Beige in der B30. Könnte zu meiner gebräunten Haut aktuell eigentlich sehr, sehr gut passen. Und deswegen auch mega schön. Und noch eine kleine Probe vom Idol. Mag ich auch total gerne dieses Parfüm. Habe ich auch erst vor kurzem für mich entdeckt. Aber ein richtig tolles Parfüm. Ach, mir geht so das Herz auf. Was zum Naschen durfte natürlich auch nicht fehlen. Ein kleines Hanuta. Das werde ich gleich nach diesem Videodreh vernaschen. Und dann, es wird immer krasser. Natürlich nochmal eine Miniatur. Mega schön. Von Guerlain ist das eine Miniatur. Und die sieht ja auch zuckersüß aus. Wow. Und zwar ist das die Le Petit Rob Me oder so. Ich kann diese Schrift nicht so gut lesen. Aber das fehlt mir auch noch. Das habe ich noch nicht. Ich habe von Guerlain noch keine einzige Miniatur. Auch total cool. Ach. Und es war nur von zwei Miniaturen die Rede. Und ich mache dieses Paket auf und dann war noch was in Luftpolsterfolie eingepackt. Und ich denke so, was ist das? Nochmal eine Miniatur, die ich auch noch nicht habe. Mega, mega toll. Because it's you von Emporio Armani. Ach, mein Herz, ich strahle. Es freut mich so sehr. Meine kleine Miniaturensammlung wächst immer mehr. Und oh, ich bin da so unendlich dankbar für. Das glaubt ihr mir gar nicht. Weil an die Miniaturen ranzukommen, ist ja tatsächlich auch gar nicht so einfach. Dann dachte ich, okay, es ist wirklich schon mega viel dieses Paket drinnen. Und das war es aber noch lange nicht. Dreimal Schaumbäder. Wie cool. Zweimal von Kneipp, einmal von der Dresdner Essence. Wie gesagt, zweimal Kneipp Badekristalle, einmal I Like You Very Much und Frostbeulenbad. Das Frostbeulenbad trifft es eigentlich perfekt. Ich bin eine kleine Frostbeule. Für mich gibt es kein zu warm, nur ein zu kalt. Freue ich mich auch mega drüber. Wird auch ausgetestet. Kneipp macht ja wirklich auch sehr schöne Badeprodukte. Und noch ein Dresdner Essence Aromaschaumbad. Auch sehr toll. Dresdner Essence macht auch sehr, sehr schöne Produkte. Cotton Clouds zum Entspannen und Wohltun mit Baumwolle, Himbeer und Veilchen. Ach, mega, mega schön. Meine Lieblingsmarke ist sogar auch dabei und zwar habe ich UTI Patches, zwei Paar. Einmal die Germany's Next Topmodel Edition in rosa und die normale in auch rosa, sage ich mal. Das sind mit die besten Eye Patches. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass die wirklich einzeln verpackt sind, aber drogerietechnisch in der Drogerie findbar sind das die allerbesten Eye Patches, die es gibt. Also in der Drogerie. Sehr gut, habe ich mich auch super drüber gefreut. Das war es aber noch nicht von Beauty. Sie hat mir noch zwei Tuchmasken reingepackt. Die Paradise Punch Tuchmaske mag ich persönlich auch total gerne. Und auch die Beauty Boost Tuchmaske, die ist noch relativ neu sogar. Auch eine sehr tolle Tuchmaske. Auch mein Herz geht da so auf. Oh Mann, ich finde das so lieb und so schön. Ich habe mich so gefreut, als ich das aufgepackt habe. Meine Mutter saß tatsächlich auch daneben. Und die hat sich auch mitgefreut. Oh. Kriege ich schon Pipi in die Augen. Wirklich sehr, sehr schöne Produkte. Das war es aber immer noch nicht. Nochmal was Kleines zum Naschen. Ein After Eight. Sind auch sehr lecker. Ist auch so eine Art von Schokolade, die mag man oder mag man gar nicht. Und ich mag sie aber tatsächlich. Deswegen tue ich die auch mal gleich zum Hanuta. Die werden auch vernascht. Dann, es sind immer noch mega coole Produkte drin und zwar von Isana nochmal ein Produkt. Habe ich ein Petit und Kollagen Petit Serum. Mega schön, das kenne ich auch noch nicht. Meine erste Anzeichen der Hautalterung. Man soll ja schon frühzeitig anfangen mit dem Thema und das ist so cool. Mega schön. Ein Serum von Isana. Ich sage, ich muss wirklich aufpassen, dass ich hier keine Pipi in die Augen bekomme. Ich habe schon gar keinen Platz mehr. Über das nächste Produkt habe ich mich dann auch wieder so mega gefreut. Ihr wisst ja, also Love gibt es ja leider nicht mehr. Die machen wirklich tolle Produkte. Und ich habe immer noch ihren Primer in Ehren. Und hier ist nochmal einer drin.
Ach, das war auch so ein richtiger Schockmoment für mich. Ich habe mich so gefreut. Ein Hydration Primer, der Feuchtigkeit spendet. Der Aura Glow Primer. Wirklich ein sehr tolles Schätzchen von Love. Und mega cool, dass ich da nochmal einen da habe. Dann kann ich meinen auch benutzen. Weil ich war immer so sparsam und dachte, ach nee, komm. Weil der macht echt einen schönen Glow. Ach. Nochmal ein Glow Primer. Und das war es immer noch nicht. Wir haben immer noch zwei Produkte. Und zwar eins von Catrice und eins von Tissable. Und das ist so ein Brushy Brow Gel. Kann ich immer sehr, sehr gut gebrauchen. Augenbrauengel zum Festigen, dass sie wirklich an Ort und Stelle bleiben. Und das gab es mal in der Glossy Box. Das habe ich schon ausgetestet. Und das ist wirklich nicht schlecht. Und das ist auch ein mega tolles Produkt. Ich bin so dankbar, dass ich das jetzt auch nochmal da haben darf. Und das letzte Produkt ist von Catrice. Habe ich ein Space Glow Color Changing Lipstick. Ein pH-reagierenden Lippenstift, gehe ich mal davon aus, wenn Color Changing draufsteht. Auch immer was ganz Tolles, was ich auch ein bisschen, muss ich schon sagen, für mich entdeckt habe. Gerade für den Alltag, wo ich nicht viel Make-up trage. Manchmal in der Frühschicht zum Beispiel habe ich nicht ganz so viel Make-up drauf, weil ich da die Zeit morgens gar nicht habe. Da ist mir das Aufstehen, Gesicht, Reinigen, Eincremen und alles so zeitintensiv. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich um 4 Uhr aufstehe, möchte ich dann nicht eine Stunde oder so vertrödeln. Da ist mir dann mein Schlaf in gewisser Art und Weise auch wirklich sehr wichtig. Und jetzt haben wir hier Space Glow. Oh cool, der ist sogar so lila ummantelt. Auch sehr, sehr schön. Und wie gesagt, wird ein pH-reagierender sein, genau. Und so einen für den Alltag finde ich einen absoluten Gamechanger. Wie gesagt, im Alltag leichte Mascara, den drauf und zack, Hautpflege und los in die Arbeit. Mega. Ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich wie ein kleines Kind über dieses Paket. Ich sage ja, ich muss die ganze Zeit gucken, dass ich keine Pipi in die Augen bekomme. Ich will ein riesengroßes Dankeschön sagen, wirklich. Also, dass ich so ein schönes Paket bekommen habe und meine Sammlung erweitern kann und nochmal neue Produkte testen kann. Wow, ich freue mich so sehr. Vielen lieben herzlichen Dank. Ja, ich möchte dir ja natürlich hier auch solche schönen Sachen zeigen, weil ich kann das dir nicht vorenthalten. Ich bin so happy und vielen, vielen herzlichen Dank. Wirklich, ich habe mich so sehr drüber gefreut. Ich hoffe natürlich sehr, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreib mir sehr gerne mal in die Kommentare, ob du vielleicht von diesen Produkten Favoriten hast, wenn ja, welche. Und ja, ich freue mich einfach jetzt alles auszutesten. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder.